Tja, mal gucken, wo wir hier gelandet sind. Hier gibt's Gestrüpp, Hütchen und noch mehr Clowns. Da kommen wir her, oder? Nee. Doch, da kommen wir her. Gehen jetzt mal hier auf diesen Berg. Tja, wie wär's mit einer Achterbahnfahrt? Wahrscheinlich eher nicht. Aber wir können ja anscheinend eh nichts machen. Der läuft nicht über die Schienen. Naja, dann gehen wir wieder runter. Wo geht's denn hier runter? Nee, nicht umdrehen, runter. Da. Ja, da kommen wir also her. Dann gehen wir jetzt einfach mal. Nee, da kommen wir nicht her. Wo führt uns das denn hin? Hä? Irgendwie sind wir zu weit. Komme ich denn da gleich wieder raus? Gucken wir erstmal. Hier ist, glaube ich, so eine Art Freefall Tower. Hier sind wir jetzt. Aha. Gut zu wissen. Bringt mich kein Stückchen weiter. Was war das denn? Ist bestimmt eine Geisterbahn. Boah, ich liebe Geisterbahn. Solange keine Clowns drin sind. Ah, so geht's weiter. Okay, dann gucken wir doch mal hier bei den Bütchen. Falls man da überhaupt hin kann. Nö, kann man gar nicht. Da kommen wir, glaube ich, her, oder? Ja, da genau, weil da ist das Riesenrad. Rad. Hier ist ein Karussell. Was aber nicht funktioniert. Dosenwerfen ist cool. Ich bin da zwar voll schlecht drin, aber irgendwie ist das ganz lustig. Und man kann hier auch irgendwie nichts angucken. Nö, was hat uns das jetzt gebracht? Nix, aber diese Musik ist unheimlich. Und diese Clowns sind unheimlich. Wir gehen jetzt zurück zu Kelly. Aber wahrscheinlich wird der eh sagen, ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht bereit, Kelly die Sache zu überlassen. Ich sollte mich erstmal umsehen. Was nur? Ich hab mir doch schon alles angeguckt. Jeden einzelnen Ver... bescheuerten Clown. Ist aber nix. Diese Ladezeiten sind ja echt scheiße. Also, jetzt sind wir hier. Waren wir nicht gerade noch da?
Nee, man kann hier nichts machen. Seltsam. Das ist doch bescheuert. Hier ist doch nirgendwo was. Kann man wirklich nicht Riesenrad fahren? Diese Leiter hat ihre besten Tage hinter sich. Sie ist nicht mehr zum Klettern geeignet. Nicht? Oh. Diese Metallstufe hat sich von der Leiter gelöst. Wir haben eine Leitersprosse erhalten. Hurra! Vielleicht können wir jetzt damit die Bretter abmachen. Das klappt so nicht. Nicht. Dann versuchen wir es halt bei der Kette. Einer von den beiden. Jetzt sind wir also im Haus der Crandalls, heißen die, glaube ich. Das sind die... Das war jetzt irgendwie ein bisschen albern. Also da fand ich den Jäger ja um einiges gruseliger. Egal. Die Crandalls sind jedenfalls die Besitzer des Parks, beziehungsweise Mr. Crandall war das, als dieser Unfall passiert und hat sich keiner erhängt. Oh. Unglück im Vergnügungspark, 23. Mai 2002. Polizeiangaben zufolge starb Margaret Crandall aus Rye Harbor. An einem entsetzlichen Unfall. Sie wurde 41 Jahre alt. Gemäß den Aussagen ihrer Familie reparierte Mrs. Crandall gerade das Gruselkabinett des Seacliff-Vergnügungsparks, als sie über die Brüstung fiel und sich das Genick brach. Sie hinterlässt einen Ehemann, Theodore Crandall, Besitzer des Vergnügungsparks, und ihren gemeinsamen Sohn Robert. Mrs. Crandall war in der Gemeinde auch wegen ihres Einsatzes für die Stiftung für vermisste Kinder sehr beliebt, einer Gruppe, die sich für die Heimkehr entführter Kinder einsetzt. Die Familie bittet darum, dass alle Spenden an die Stiftung für vermisste Kinder geschickt werden. Der Park wird über das Wochenende für weitere Ermittlungen geschlossen. Das Gruselkabinett bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Tja, kann man hier Fernsehen gucken? Auch wenn ich noch nie in einem heimgesuchten Vergnügungspark war, Fernsehen war trotzdem nie mein Ding. Nicht? Hätte ja sein können. Geht's hoch. Nee, wollte ich noch nicht. Geh jetzt erstmal hier rein. Was gibt's denn hier so? So ein Boiler? Und irgendwas anderes? Hier ist so ein Loch. Und hier ist, keine Ahnung was, ein Schrank oder so. Schwer zu sagen. Kann man hier Licht machen? Das funktioniert nicht. Nicht? Naja, hätte ja sein können. Wer sind Sie? Warum sind Sie in meinem Haus? Mein Name ist Delaware St. John. Ich suche nach Theodore Crandall. Ich bin Theodore Crandall. Sind Sie ein Reporter? Hören Sie. Ich werde Sie wegen Hausfriedensbruch verklagen. Ich sagte, keine Reporter mehr. Ich bin kein Reporter. Würden Sie die Tür öffnen, damit wir reden können? Ich werde besser auf meine Frau warten. Sie hat eine bessere Menschenkenntnis als ich. Vielleicht ist sie bereit, Ihnen die Tür zu öffnen, wenn sie zurückkommt. Na toll, deine Frau ist tot, du Idiot. Hier finde ich nichts Nützliches. Tja. Dann gehen wir wieder raus.
Also, wir müssen jetzt definitiv ins Gruselkabinett, weil da ja die Frau gestorben ist. Das war bestimmt kein Unfall. Es ist alles zugenagelt. Ich fürchte, ich komme da jetzt nicht rein. Das mit dem Auge hier oben ist auch sehr nett. Ja, die Frau ist halt gestorben und auf die wartet er ja. Also müssen wir bestimmt die Frau befreien, damit sie mit ihm, also wieder nach Hause geht und dann mit uns spricht. Ich bin noch nicht bereit, Kelly die Sache zu überlassen. Ich sollte mich erstmal umsehen. Du sollst sie eher auch nicht überlassen. Du sollst gucken, ob in deinem Auto irgendwelche Werkzeuge sind, du Hirni. Ja, Männer. Ich frag nicht nach dem Weg und schon gar keine Frau. Hm. Toll. Tja. In diesem Haus waren aber auch keine Werkzeuge oder so. Was nu? Ich gehe da jetzt trotzdem noch mal rein. Vielleicht habe ich ja doch mal wieder irgendwas übersehen. Oh! Mrs. Crandall starb im Gruselkabinett. Deshalb ist es wahrscheinlich zugenagelt. Wir können den mitnehmen. Auch wenn ich noch nie in einem heimgesuchten Vergnügungspark war, Fernsehen war trotzdem nie mein Ding. Hier aber nichts. Und diese ganzen Kartons können wir auch nicht aufmachen. Nee, nix. Hier finde ich nichts Nützliches. Aber vielleicht können wir dem Alten hier den Zeitungsausschnitt geben. Da müssen wir seine Frau gar nicht retten. Wissen Sie, ich vergesse oft, dass Maggie weg ist. Ist ja auch manchmal schwer. Werde ich krank vor Sorge, warum sie noch nicht wieder zu Hause ist. Dann erinnere ich mich. Ich dachte, dass ich das ändern würde, jetzt wo ich... Naja, ist auch egal. Ich weiß immer noch nicht, wo sie ist. Aha. Habt ihr gehört? Es hat Klick-Klick gemacht.